Heute ist der Nico Swartek von den Neos bei uns. Hallo. Hey, servus. Was ist das erste Ziel, das Ihre Partei für Jugendliche in der Steiermark erreichen will? Ja, wir wissen derzeit, dass 23% der 14-Jährigen nicht sinnerfassend lesen und schreiben kann. Und das halte ich einfach für einen Wahnsinn, weil wenn du mit 14 nicht lesen und schreiben kannst, dann weiß jeder, der schon ein bisschen weiter ist in der Schule auch, dass du später auch nicht mehr lernen wirst. Und ich glaube einfach, dass wir da ansetzen müssen, dass auch wirklich jeder lesen und schreiben kann und dass wir einfach in unserem Bildungssystem in Zukunft auch mehr machen müssen. Denn wenn du nicht lesen und schreiben kannst, dann wirst du später vermutlich keinen Job finden, weil du deinen Vertrag nicht lesen kannst. Und im schlimmsten Fall sind dir später alle Türen verschlossen. Du kannst deine Talente nicht entfalten und du kannst dem nicht nachgeben, was du gerne machen musst. Und ich glaube, dass wir deswegen schauen müssen, dass unser Bildungssystem besser wird. Und das beginnt für uns vor allem auch schon mit dem Kindergarten als erste Bildungseinrichtung, weil dort halt oft schon auch die ersten Fehler entstehen und dann halt später sich das entwickelt, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Welches Thema ist Ihrer Partei bei dieser Wahl für die Steiermark am wichtigsten? Ja, es ist eigentlich, geht es uns darum, dass wir der Meinung sind, jeder Steirerin und jeder Steirer kann etwas gut. Und jeder hat Talente in sich. Und die Frage ist, wie holen wir jetzt diese Talente aus den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern raus? Wie bringen wir das, dass jeder was zu unserer Gesellschaft auch beitragen kann und dass jeder auch das macht, was er gerne macht? Und das ist für uns halt einfach, der erste Schritt dorthin ist eine gute Bildung oder eigentlich die beste Bildung. Und da sind wir in der Steiermark halt sehr weit hinten nach. Und da müssen wir halt auch einfach endlich Gas geben, mehr investieren und auch schauen, dass die besten Leute Lehrerinnen und Lehrer werden. Und wenn wir dann eine gute Bildung genossen haben, dann glaube ich, geht es darum, dass man, wenn man seine Talente entfalten lassen möchte, dass man das auch zum Beispiel unternehmerisch kann. Und viele Jugendliche, die haben diese Vision, später mal auch was mit ihren eigenen Händen zu machen, selbst anzupacken oder vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Und das ist mit sehr viel Risiko verbunden. Weil ich muss eigenes Kapital haben, also selbst Geld besitzen, um es überhaupt machen zu können. Und wie ernähre ich mich dann nebenbei überhaupt noch? Und was in Deutschland sehr gut funktioniert und wo wir auch hin wollen, ist ein sogenanntes Gründerstipendium. Das heißt, du bekommst vom Land Steiermark 1000 Euro im Monat, mit dem du dir dein Essen kaufen kannst, deine Wohnung leisten kannst und dir was zu anziehen kaufen kannst, um dich voll und ganz auf dein Unternehmen zu konzentrieren, auf dein Startup. Und das heißt Gründerstipendium und das wollen wir nach der besten Bildung in der Steiermark umsetzen. Okay. Warum haben Sie sich für Ihre Partei entschieden? Ich habe technische Physik studiert und da hat man bei uns immer ins Labor gehen müssen, also in den Keller runter und dort halt Versuche zu machen. Und ich habe halt eigentlich Physik studiert, weil ich gedacht habe, ich möchte die Welt ein bisschen verändern. Ich möchte irgendwann einmal aufs CERN gehen, möchte dort Teiche zusammenstoßen lassen, möchte halt einen Teil dazu beitragen, dass unsere gesamte Gesellschaft sich weiterentwickelt, innovativer wird. Und da war ich halt in der Universität, im Keller unten, und wir haben ganz simple Versuche machen müssen, zum Beispiel, wie man die Erdgravitation misst. Jetzt wissen wir alle, die Erdgravitationskraft 9,81 Meter pro Sekunden Quadrat. Und bei uns im Studium ist rausgekommen 16, irgendwas. Und das liegt einfach darin, weil diese Gegenstände und diese Laborversuche, mit denen wir gearbeitet haben, tierisch alt waren, eigentlich schon kaputt waren, um ehrlich zu sein, und weil da jahrelang nichts investiert worden ist. Und so bin ich halt draufgekommen, dass in unserem ganzen Bildungssystem irgendwo was falsch läuft, dass wir eigentlich auch im Staat an den falschen Stellen Geld hinschieben. Die Steiermark ist auch stark verschuldet, aber im Bildungssystem sparen wir es zum Beispiel ein. Und durch dieses Bildungssystem bin ich dann halt draufgekommen, dass mir das wichtig ist und habe dann halt die Neos kennengelernt, die halt dieses Bildungsthema als erstes Thema haben. Und da habe ich halt dann meine Heimat gefunden. Dankeschön. Danke.